Hier siehst du, wie du dein Google-Smartphone mit einem WLAN verbindest und welche Einstellungen du machen kannst. Klick einfach auf die Zeitangabe in der Beschreibung. So springst du direkt zum Thema, das dich interessiert. In unserem Beispiel nutzen wir das Google Pixel 6 mit Android 12. Bei anderen Google-Geräten kann es deswegen ein bisschen anders sein. Erstens: Mit WLAN verbinden, Passwort eingeben. Du hast drei Möglichkeiten, um in die WLAN-Einstellungen zu kommen. Geh in die Einstellungen. Wähl Netzwerk und Internet. Und tipp auf Internet. Oder nutz die Schnellwahlleiste. Streich dafür vom oberen Displayrand nach unten. Drück entweder länger auf den Internet-Button oder tipp ihn einmal an. Und schalte dann jeweils das WLAN ein. Jetzt siehst du alle Netzwerke in deiner Nähe, mit denen du dich verbinden kannst. Wähl hier das passende WLAN aus. Das WLAN-Netzwerk ist mit einem Passwort geschützt? Dann gib es an dieser Stelle ein. Tipp danach auf Verbinden. Zweitens: Mit WLAN verbinden, QR-Code scannen. Du hast einen QR-Code mit den Zugangsdaten? Dann tipp am Ende der verfügbaren Netze rechts neben WLAN hinzufügen auf das QR-Code-Symbol mit dem Pluszeichen. Scanne dann den QR-Code, um dein Gerät mit dem WLAN zu verbinden. Drittens: Verstecktes WLAN hinzufügen. Du willst dich mit einem WLAN verbinden, bei dem die Namensübermittlung deaktiviert ist? Dieses WLAN siehst du nicht in den verfügbaren Netzen. Füg es deshalb manuell hinzu. Tipp am Ende der WLAN-Liste auf WLAN hinzufügen. Gib jetzt den Namen des WLANs ein, mit dem du dich verbinden willst. Dieser Netzwerkname wird auch SSID genannt. Ist das WLAN mit einem Passwort geschützt? Dann tipp auf Sicherheit und wähl die Verschlüsselung aus. In den meisten Fällen ist es eine WPA-WPA2-Verschlüsselung. Gib dann das Passwort ein und tipp danach auf den Bestätigungshaken der Tastatur. Viertens: Zugangsdaten teilen, QR-Code anzeigen. Du willst deine Freunde schnell in dein WLAN lassen? Dann zeig ihnen den passenden QR-Code auf deinem Google-Smartphone. Geh dazu über die Schnellwahlleiste ins WLAN-Menü. Tipp hier einfach auf das verbundene WLAN und auf Teilen. Fünftens: Automatisches Verbinden ausschalten. Dein Google-Smartphone soll sich nicht mehr automatisch mit einem gespeicherten WLAN verbinden, wenn es in der Nähe ist? Dann wähl das entsprechende WLAN aus und scroll etwas nach unten. Mit dem Schieberegler bei Automatische Verbindung schaltest du die Funktion aus. Sechstens: Gespeichertes WLAN löschen. Du willst die Zugangsdaten zu einem Netzwerk löschen? Dann wähl das WLAN aus der Liste aus und tipp auf Entfernen. Wenn du dich jetzt wieder mit dem WLAN verbinden möchtest, musst du die Zugangsdaten nochmal eingeben. Das musst du aber nicht machen, wenn du das WLAN nur trennst. So entfernst du ein Netzwerk, das gerade nicht in der Nähe ist oder mit dem du gerade nicht verbunden bist. Tipp unter der WLAN-Liste auf Gespeicherte WLANs. Wähl das WLAN aus, das du löschen möchtest. Tipp dann auf Entfernen. Siebtens: WLAN automatisch aktivieren. Du hast das WLAN meistens ausgeschaltet, wenn du unterwegs bist, möchtest aber, dass es sich automatisch einschaltet, sobald du zu Hause bist? Dann tipp unter der WLAN-Liste auf Netzwerkeinstellungen. Mit dem Schieberegler bei WLAN automatisch aktivieren schaltest du die Funktion ein. Wichtig: Das funktioniert nur dann, wenn du auch Standort verwenden an deinem Google-Smartphone aktiviert hast. Und jetzt viel Spaß beim Surfen mit deinem Smartphone von Google. Together we can!